1943 bin ich aufs Gymnasium Wilhelmsburg gekommen. Meine Eltern wollten das nicht. Damals Mädchen, was sollten die auf ein Gymnasium? Und ich wusste sowieso nicht, was ich werden wollte. Das weiß man ja mit 10, 11 auch wohl noch nicht. Und da sagt mein Vater, nein, kommt nicht in Frage. Dann ist aber die Lehrerin gekommen und hat gesagt, doch, ich müsste unbedingt zum Gymnasium. Hoffentlich hat sie später nicht bereut, denn mehr als Durchschnitt bin ich nie gewesen. Aber ich bin somit zum Gymnasium gekommen. Ja, dann 1943 waren ja die Großangriffe auf Hamburg, Gomorra. Wir wohnten ja aber in Wilhelmsburg, das ist diese Elbinsel. Und die ist nicht so stark bombardiert worden, nur am Rande. Es fielen zwar auch Bomben, aber es war nicht weiter schlimm. Nur diese Angriffe da im Juli, das war dermaßen schlimm, dass von dort die ganzen, also Papierfetzen bis zu uns nach Wilhelmsburg geflogen kamen. Die Sonne war verdunkelt, es war also fast wie Nacht. Es war schon unheimlich, nicht? Und ja, aber wie gesagt, wir in Wilhelmsburg hatten noch Glück, sind aber trotzdem verschickt worden mit. Erstmal nach Bienenbüttel bei Lüneburg, weil ich hatte ja meine kleine Schwester dabei, die war gerade 3, 4 Jahre. Ich selbst war damals 43, wurde 11. Also wir sind, meine Mutter mit uns 3 Kindern, ist nach Bienenbüttel gekommen. Und von dort, da haben wir beim Pastoren gewohnt für ein paar Tage und sind dann nach Bayern weiter verschickt worden. Nach Weinmichel bei Landshut, auf einen Bauernhof. Und da haben wir eine Zeit gewohnt, haben mit der Familie am Tisch gegessen, das fanden wir ganz interessant. Und dann ist aber mein Vater gekommen und hat uns zurück nach Hamburg geholt. Das war zu der Zeit.